Tag des heiligen St. Martin. Martinsumzüge gibt es jetzt fast in jedem kleineren Dorf, aber der in Eupen, der ist da schon ein anderes Kaliber. Seit 1963 wird dort St. Martin gefeiert. Gestern war es wieder soweit. Rund 5000 Menschen sind mit ihren Fackeln durch die Stadt gezogen. Der sicherlich größte und vielleicht auch schönste Umzug in der Region. Viele Pfadfindergruppen laufen traditionell mit. Und eine Gruppe haben wir uns rausgepickt und begleitet. Die Wölflinge der Pfadfindergruppe St. Martin. Wolf, Wolf, Wolf! Der St. Martin-Zug in Eupen beginnt mit einer Art Weckruf. Die 7- bis 12-jährigen Wölflinge der Pfadfindereinheit St. Martin versammeln sich mit ihren Betreuern vor dem Start in der Unterstadt. Mit dabei ist auch Johann Krings. Der 11-Jährige ist extra aus der Eifel angereist, um in seiner Gruppe aus vollem Halse mitzusingen. Wann singt man sowas? Vor jeder Versammlung, zwischendurch, wenn wir nötig haben, alle Kinder zusammenzurufen. Weil es ist oft schwierig, wenn die überall verteilt sind, alle Namen zu rufen. Deswegen einmal Wolf, Wolf, Wolf und die Kinder kommen alle mal. Und das funktioniert immer? Das funktioniert immer. Das kennen die, wie es ab in der Kirche. Also das funktioniert auf jeden Fall immer. Dem Kaiser! Jedes Jahr steht der Zug unter einem anderen Motto. In diesem Jahr heißt es gegen den Strom. Seit Wochen haben Johann und seine Pfadfinderfreunde Laternen gebastelt und sie zu diesem Thema bemalt. Johann hat sich seine ganz eigenen Gedanken gemacht. Gegen Tokio Hotel eine Protestaktion. Eine Protestaktion gegen Tokio Hotel. Hier ein UNO-Blauhelm-Soldat, der ist dagegen, dass der schießt. Hier eine, also hier ist das gegen die Atomtests von Nordkorea. Und hier ist die Person, die gegen den ist, dass der einen Stein auf die Person wirft. Richtig sozialkritisch. Und Tokio Hotel magst du wohl nicht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mein Freund wohl. Aber die vielen Mädchen, ne? Und das stört dich, oder? Ruhig? Nö, mir ist egal, wer die gerne hat, nur ich hab was dagegen. In der Eupener Unterstadt haben sich die römischen Soldaten von St. Martin versammelt. Auch hunderte Jugend-, Schüler-, Pfadfindergruppen strömen zusammen. Sie werden in den nächsten 2 Stunden ganz Eupen lahmlegen. Aus der ganzen Umgebung kommen die Teilnehmer. Auch eine Behindertengruppe ist wie jedes Jahr dabei. Johann und die anderen Wölflinge sind inzwischen mittendrin. Sie singen sich schon mal warm, wenn auch nicht ganz textsicher. Könnt ihr nicht auswendig? Nö, nicht so ganz. Das war vor 3 Jahren, da konnten wir ihn auswendig, aber jetzt nicht. Und jetzt habt ihr ihn vergessen? Wir haben einfach keine Lust mehr zu singen, es ist bequemer, La La zu singen. Gesungen und gespielt wird überhaupt sehr viel. Martin ist ein frommer Mann, Martin ist ein frommer Mann. Die Wölflinge, die singen natürlich auch. Ich bin sogar schon ein bisschen heiser. Ein bisschen. Erklär uns mal, was das mit dem Lied auf sich hat. Ja, das ist eigentlich nous sommes tous des Saint Martin. Was heißt das? Wir sind alle von St. Martin. Nur die nötigsten Straßenlampen leuchten auf diesem Martinszug, damit Fackeln, Laternen und selbstgebastelte Konstruktionen auch richtig zur Geltung kommen. Die Eupener Patrouillungen bringen ihre Flaschenlampen mit einer Autobatterie zum Strahlen. Und bei diesen Pfadfinderpionieren leuchtet die Glut im mitgebrachten Grill. Wer wird denn davon satt? Alle. Und 4 Würstchen? Ja, das ist wie Jesus. Das ist 3 Brote und 5 Fische für sehr viele Personen. Also man muss teilen? Ja. Weil auch St. Martin gleich seinen Mantel teilen wird, strömt der ganze Zug zum Wertplatz, begleitet von großen und kleinen Zuschauern am Straßenrand. Sein erster Zug? Nee, ich habe schon alle mitgemacht. Wie viel denn? Das habe ich nicht gezählt. Zuerst
wer so alles dabei ist und welche Laternen gebastelt worden sind. Und danach gehen wir dann mit. Gibt es überhaupt irgendjemanden hier in Olpen, der nicht auf der Straße ist jetzt? Ich glaube nicht, nein. Werden Sie wohl kaum jemanden antreffen. Auch Johann und seine Pfadfinderfreunde sind noch unterwegs. Inzwischen sind sie aber am Wertplatz angekommen. Jetzt wird die Geschichte nachvollzogen von St. Martin hier auf der Bühne. Ist das der schönste Teil? Finde ich nicht. Warum nicht? Ich finde den Zug schöner. Ist sehr langweilig jetzt hier. Immerhin, die Römer stehen bereit. Eine echte Martinsgans darf auch nicht fehlen. Und als ahne sie schon, was ihr blüht, schaut sie etwas skeptisch drein. Sie ist der Hauptgewinn und wird später noch verlost. Der Mantel ist ganz schnell geteilt. Und als letztes Ritual an diesem Abend werfen viele Kinder ihre Laternen ins große Martinsfeuer. Willst du deine Laternen jetzt auch wegwerfen? Nein. Warum nicht? Die ist mir noch gut genug. Das heißt, die nimmst du mit nach Hause? Ja. Und die Teilung des Mantels war so langweilig doch nicht, oder? Nein, eigentlich nicht. Eine kurze Prozedur. Und die lässt er sich auch im nächsten Jahr ganz sicher nicht entgehen. Und viele, viele Umzüge werden ja noch folgen auf den Dörfern in den Städten. Das war's von uns für heute. Morgen in der Lokalzeit haben wir noch einmal, wo drückt der Schuh? Ein Haus, zwei Fahrstühle, aber weder der eine noch der andere tut es. Und eine behinderte Dame kommt so.